Herr Hüttinger, Sie sind der Betreuer der Mädchenvolleyballmannschaft, Damenvolleyballmannschaft. Wie ist denn dieser große Erfolg zustande gekommen? Ja, ich denke mal, in erster Linie liegt es daran, dass wir in Ansbach beim TSV eine sehr gute Jugendarbeit machen und dort in fast sämtlichen Altersklassen im Damenvolleyball schon lange Jahre immer wieder bei bayerischen Meisterschaften vertreten sind. Und aus diesen Jugendlichen rekrutiert sich letztlich vor allem auch die erste Damenmannschaft. Und heuer war es halt so, dass wirklich ich sag mal, fast ein eingeschworener Haufen an Spielerinnen, die sich schon sehr lange kennen, die jetzt alle Abitur gemacht haben, aber noch sehr jung sind, sehr gut sportlich dastehen, und eine tolle Mannschaft einfach bilden und seitdem halt damit auch sehr viel Erfolg haben. Es hat sich dann schon abgezeichnet am Anfang der Saison, dass sehr viel in der Mannschaft steckt und so gegen Mitte der Saison hat man dann gesehen, dass sie auch wirklich das Selbstvertrauen gewonnen haben in ihr Vermögen, was ja bei jungen Spielern oft einmal nicht ganz so hervorsticht. Aber das Selbstvertrauen haben sie mittlerweile und deshalb hat man dann in der Rückrunde überragende Siege rausspielen können, damit den zweiten Platz gesichert und dann über die Relegation eine tolle Leistung gezeigt haben, die mich äußerst stolz auf die Mädels macht. Herzlichen Glückwunsch dazu.